Verschwind, dann passiert dir. Oh, fuck! Oh! Morgen, Jungs! Und Mädels. Willkommen zu einem weiteren Ründchen SCP Containment Breach. Wir haben uns dazu entschlossen, nicht mehr die Map vom letzten Mal zu spielen, weil es schon zu lange her ist. 2 Wochen, Ja, und das ist einfach zu kompliziert, glaube ich. Also ich erinnere mich auch nicht mehr dran. Ich habe zwar eigentlich einen guten Orientierungssinn, aber der ist wohl genital, der Orientierungssinn. ja. Und ja, aber das ist jetzt doch Aber so gut war die auch nicht, du. verjährt, sagen wir mal. Die Erinnerung. Nee, Intro macht man nicht. Das ist immer noch Version 1.05. Es gibt nichts Neues. Ein Update der Fearing HD Community Mode haben wir bis zum Drehzeitpunkt nicht erhalten. Obwohl Deswegen. angekündigt. Nee, deswegen spielen wir jetzt einfach wieder die normale. Einfach mal gucken mal. Schauen wir mal. Wir müssen auf jeden Fall den Computer aktivieren. Also hier SCP-079, Door Control ausschalten, SCP-079 Bist du geben, sicher, ja? Door Control wieder anschalten. Wir müssen ja machen. Sonst kommen wir nicht weder Gate A noch Gate B, kommen wir da raus. Let's go. Ja, die Frames gefallen mir aber gar nicht. Das war. Hast du es gesehen? Das Ein Mausbug? war das ein 360, Junge? Spin my head right round. Also ich hoffe, das ist in der Aufnahme nicht so schlimm mit Der Dude schaut zu dir. den Frames. Jetzt ist er krass disappeared right in front of me. Aber der ist noch im Grinden. Oh, guck mal, gleich am Anfang hier den 939. Aber ich check erstmal hier, was in den anderen Richtungen so geht. Bis jetzt nicht viel. Oh, aber der Raum ist natürlich essentiell notwendig. Aber oh, das ist keine Karte. Aber es ist schon mal gut, dass wir wissen, wo er ist. Wugel, Wugel. Das macht nur das Enderman. Wugel, Wugel, Wugel. Wugel, mit seinen Tentacles. Macht. Geht schon wieder los hier. Niveau schon zu Beginn Ich sehr habe niedrig. keine Gasmaske. Der steht einfach vor der Kamera. Ich habe keine Gasmaske. Meinst du, ich komme ohne durch? Nee. Du kannst ihn rauslocken. Das ist eine Option. Wenn er drauf anspringt, natürlich. Der ist jetzt weg. Ach ja. Meinst du, der ist weg? Nö. Oder? Weiß ich nicht. Wollen wir drauf spekulieren? Ja, warum lockst du ihn eigentlich hier aus? Ja, wollte ich doch. Tür war offen, ich habe geblinkt. Ach, boah. Aber jetzt ist er weg. Witzig. Ja, dann geht Und er wir sind rein. wieder allein. Ja, er ist nicht mehr drin. Siehst du es jetzt? Ja, dann geh doch. Habe ich jetzt geblinkt? Sorry. Oh, der ist doch noch drin, Junge. Fuck, shit! Alter! Alles geht aber ohne Maske, nur Ja. halt ohne stehen bleiben. Also, wir haben jetzt den Beweis auf Video. Challenge Ja. completed. Die SCP-173 No Gas Mask Gas Chamber Challenge ist das. Hashtag. Ja. Das blende ich vielleicht, wenn ich dran denke, dann nehme ich den nochmal ein. Wir taggen andere YouTuber jetzt, Text oder? gebunden. So. Ich glaube, da kann man reingehen. Apropos andere YouTuber, wir müssten echt mal was mit einem anderen YouTuber zusammen hier dingsen vielleicht. Und dann? Und dann, ja, das ist nicht so ein Feature, das fände ich mal voll interessant so. Haben doch schon mal hier mit der Gamer 36 gemacht. Ja. Es hat auch So ein bisschen. wirklich was gebracht, Dann könnt ihr einen Kommentar schreiben, wenn ihr von der Gamer 36 gekommen seid. Wenn ihr jetzt noch hier uns zuschaut und so. Und vielleicht haben die, die uns zu dieser Zeit geabot habt.
Nicht wieder GDR wird und so. Ja, Armbaut. Garbaut. Abgezogt. 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 Das ist die Vergangenheit von abgezogen. Abgezogt. Das habe ich im letzten Video dann so eingeblendet. Ja, aber du hast es falsch geschrieben. Abgezogt mit T am Ende. Deutsches Wort abgezogen. Das ist gezogen. Das ist abgezogen. Okay, stirbst nicht. Es ist ganz schön verzwickt hier. Ich habe noch keine Keycard. Weißt du, wo ich die Level 2 Karte herbekomme? Und hier geht es auch schon in die nächste Saison. Das heißt, es könnte sein, dass ich durch den Tunnel hätte gehen sollen, müssen. Und so. Ihr wisst schon, was ich meine. Schon wieder. Warte mal. Warte mal. Teddy? Teddy! Hallo! Nicht an die Scheibe klopfen und nicht füttern. So. Warte, geht's. Irgendwann tötet er uns, weil er Kita ist. Das wage ich ja so ein bisschen zu bezweifeln. Ich glaube, das haben wir's. Ja, okay. Wir finden alles in der falschen Reihenfolge. Ist das nächste? Voll der 8-Bit-Sound, Junge. Na toll, okay. Ich glaube, jetzt habe ich so ziemlich alles abgesucht, oder? Oh nein, würdest du wieder so eine Episode? Nee, was jetzt heißt, dass ich den ganzen Weg zurückgehen muss und dann, wenn wir die Karte haben, müssen wir wieder den ganzen Weg dorthin gehen. Ja. Oh. Das war ein bisschen komisch. Kaum Mausbug und so. Und schon wieder nicht. Ist das die richtige Richtung jetzt? Wie bei unserem. Nee, da komme ich bei dem her. Wie bei unserem Howling Let's Play nicht. Ja, heute ist nicht Gegenteiltag. Voll gut. Schade, dass es nicht mehr funktioniert hat. Ja, ich hätte so gerne nochmal gespielt. Mit euch zusammen hätten wir das gerne nochmal gespielt. Mit dem der Gamer 36? Ja, mit dem auf jeden Fall. Der, ich glaube, es war denen seine Idee mit dem Gegenteiltag. Ja. Der war noch dabei, Marc. Kein Japanese Tits war dabei. Ich weiß nicht, wer von unseren Zuschauern das war. Nein. Das war, glaube ich, irgendein, der sich einfach so reingedingst hat. Und die Game Devs haben ja mitgespielt, ne? Ja. Die Yuka. Da war er noch nicht, oder? Tiny. An dem sind wir noch nicht vorbeigelaufen. Ach, weißt du was? Du Depp, du. Ich mag's. Ich lerne jetzt übrigens Japanisch in der Schule. Echt? Ja, das ist voll lustig eigentlich. Ich lerne auf der Arbeit Rumänisch von einem Arbeitskollegen. Das ist der immer morgen Jungs hat? Ja, genau. Morgen Jungs. Wenn einer von euch Rumänisch kann, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was meint, wie hieß es? Pula de mai muta, was das heißt. Oh Gott, hast du wieder irgendwas Versautes gesagt? Ja. Wenn du drin bleibst, kommt der, oder? Zu teils. Ein bisschen versaut vielleicht. Oh. Ich bin mir so ein bisschen zeugbar, aber das meiste ist einfach zu lang. Zum Beispiel hat er mir auf Rumänisch gesagt, wortwörtlich so, was ist kleiner als das Loch von der Ameise? Der Pimmel, weil der muss ins Loch reinpassen. Und das hat er auf Rumänisch gesagt. Ja, das war zu lang, das konnte ich mir nicht merken. Ah, das ist jetzt nicht das, was du gerade gesagt hast, oder? Nein. Okay. Pula de Mamuta. Da fliegt irgendwas. Scheiße, das sind die SCPs. Aber normal sind wir ja immer bei Five Nights. Auf so einem niedrigen Niveau, wenn du verstehst, was ich meine. Ja, das ist doch jetzt der andere Aufzug, oder? Ja. Ja, okay. Kann ja nicht der sein, weil der andere war ja so ein Eck. Können wir müssen runtergehen und gucken, ob die Hand da ist. Und dann können wir den. Nimmst du die Hand und machst. Ja, erstens das und zweitens können wir den DNA-Scanner usen. What the hell is that?
Enjoy yourself. Oh! Oh. Ganz leise sein. Sonst hört er dich. Was sagt er? Eric? Nee, ich sag der andere. Ja, ich weiß. Ja, komm jetzt auf, Alter. Wenn er sich umdreht? Tut er nicht. Alter, ich fand dieses. Verschwind, dann passiert dir. Oh! Ah, oh! Ah! Motherfucker! Okay, da gehen wir nicht lang, oder? Vielleicht ist die Hand auf dem Luten da. Ja, genau. Das war jetzt eine kurze Schocksekunde. Von da kommen wir jetzt her, ne? Oder war da nicht eine Sackgasse? Boah, ey, du fragst Sachen. Ich geh jetzt nochmal da lang. Da ist eine Backgas. Wow. Jo. Ja, da war noch nicht. Glaub ich. Keiner. So, müssen wir ein bisschen Stamina regeneraten. Kein Dude in der Ecke. Eine Gutsmask. Mann, überall dieses Gate. Dieses Entrance, oder wie sagt man denn? Ist es der? Da ist auch noch gerade drin. Nein! Mhm. Oh, da ist eine Karte. Die Karte und gleichzeitig den Ding gedrückt. So. Sau gut. Jo, dann gehen wir mal. Jetzt musst du jetzt wieder den Dings da. Diese Maschine aus Pokémon da finden. Nee, den ersten Raum brauchen wir jetzt, weil der. Der ah ja, stimmt. Tour braucht. Sagte ich gerade, geht eine Tür auf. Können Sie da mal gucken? Komm ich ja nicht rein. Achso, ja klar. Ich glaube mindestens auch Level 2. Ich glaube 3 sogar. Was war das eigentlich, was dieses SCP. Ist wunderschön. Schau weg. Dieses SCP für eine Melodie gespielt hat. Das war doch irgendwie so eine Sinfonie, oder? Das 66er. Immer so ein. Wenn du gerade drauf ja, hast. Ja, das war irgendwie so eine Sinfonie. Ja. Die gibt's sogar wirklich. Ja, das meine ich ja. Es gibt auch von, ich glaube, Amadeus Mozart ein Stück, das Leck mich im Arsch heißt. Ja, Leck genau. Mich im Arsch. Wirklich, das könnt ihr googeln. Ich schwöre, wirklich. Ich schwöre auf diesen YouTube-Channel, dass es das gibt. Also nicht unbedingt von Mozart, aber von irgendeinem berühmten Komponisten auf jeden Fall. Leck mich im Arsch. Und das wurde eben erst nach seinem Tod bekannt. Postmortem. Mit einem anderen Text auch. Und aber dieselbe Melodie halt. Und die Frau, die hinterbliebene Frau, die hat dann eben irgendwie das Originalstück veröffentlicht. Oder so. Irgendwas mit der Nummer 382 oder sowas war es, glaube ich. 382, 385. Kein Scheiß. Ich fand das SCP echt cool. Du glaubst es nicht, oder? Doch, ich glaub's dir. Du würdest nicht den Kanal verwenden. Wenn doch, dann würde ich dich hauen. So, ja, gucken wir's mal. Achtung. Alles safe. Dieses Bellen, ne? Ist komisch. Genau, was ich sagen wollte. Ich fand dieses SCP voll cool. Ja, jetzt weiß ich aber nicht mehr. Which one? Ja, das 66er mit den Augen. Ah ja. Aber ich weiß nicht. Irgendjemand hat geschrieben, es ist weder Wolle noch Fleisch. Nee, Wolle soll es doch sein, oder? Nee, was hat er denn? Wolle ist das, glaube ich, laut Description. Guck mal, was ich gefunden habe. Ah, das schaut doch aus wie Hack. Ja und? Alles wird aus Hack gemacht. Ach so, deswegen. Sag mal gute Nacht. Also die Wolle ist aus Hack gemacht. Ich hab ne Hackfresse, weil ich gerne Hack esse. Komm mal jetzt nicht mit Tofu, das finde ich doof, du. Eins merkt er schnell, er ist... Weiß ich nicht. Hacksexuell. Hacksexuell. Und ohne seinen Hack wird er schnell kriminell. Ah, ja. Ziemlich cool. Die zwei Dudes. So, und jetzt müssen wir den ganzen fucking Weg zurückgehen zu 914. Finden wir es noch? Findest du es noch? Ja gut, wenn ich passiv zuschaue, dann
Ja. Kriege ich mir den Weg auch nicht an, ehrlich gesagt. Zurücklehnen, warten, ob er es findet. Ja, klar. Für viele von diesen Gas Rooms. Ja, das ist die Endless Map, ist das. Du musst den Weg gehen halt, ne? Wir haben schon lange übrigens Map, wir haben schon lange keine Map mehr bekommen. Ja, vielleicht haben die Zuschauer das vergessen. Das geht? Ja. Das geht, Junge. Ja, komm, gut, erstens, die Maps, die waren halt meistens verbuggt, aber es war gar nicht. Achso, vielleicht. Ich weiß nicht, ob es sich mittlerweile verbessert hat. Wahrscheinlich waren wir zu kritisch. Wir haben immer gesagt, oh, die ist so verbuggt. Oh. Ja, dafür können die ja nichts. Ja, können sie auch nicht. Das ist ein. Zum Beispiel, dass da einfach irgendwo eine Mauer so quer durch die Map ging, einfach. Dass sie halt Räume überlagert haben. Und die von Alex B, die waren unschaffbar. Also die kommt der. Diese Map kommt der Komplexität von Alex B Map schon ziemlich nahe, glaube ich. Weil es so endless ist. Double Penetration, sage ich mal. Yeah. Penetration. Penetration. Voll der, Fried, das schon voll der Klassiker, oder? Ja, das Klassiker. Ist doch ein Jahr her, oder? Nee, so lange glaube ich nicht. Wir machen jetzt seit über eineinhalb Jahren machen wir Videos. Seit März. Februar. Letztes Jahr. Ja. Ja gut, Februar, wir haben aber angefangen mit Slender und so. SCP war dann erst ein bisschen später. Ja, okay. März war dann SCP. Ich glaube, dann kam sogar noch Arrival. Arrival kam Ende März und danach haben wir SCP gemacht. War das nicht so? Nee, wir haben, glaube ich, zwischen Slender und Arrival haben wir noch SCP gemacht. Ups, dann geht die Tür nicht auf. Endlich, nach einer Viertelstunde haben wir den fucking Ding gefunden. 914 und so. Und so. Alles mit vielen Abonnenten kam er erst jetzt dieses Jahr mit dem All-SCP-Video ja. Und mit dem Update dann auch noch. Junge, ich habe alles reingebracht. Oh. Bin ich korrekt oder was? Ja, und so. Voll korrekt. Den machen wir mit. Boshaft bist du. Boshaft. Oder boshaft. Boshaft. Voll gerumpelt. Junge! Brauch ich nicht. So. Echt? Können wir vielleicht einkaufen? Nee, ich glaube. Bis zum nächsten Mall schaffe ich es nicht mehr. Weil ich vorher genuked werde. Genuked? Da ging es ja nicht weiter. Doch, da ging es nicht weiter. Wie praktisch. Was ist los? Ich überleg. Hashtag was los? Ist SCP-79 nicht noch in der Light Containment Zone? Sollte. Ich sehe schon wieder, wir kriegen lauter Kommentare, weil wir sind so dumm. Wir uns merken können. Wo? Ja, dann gehe ich jetzt halt hier durch. Ja. Na toll. Really? Gut, wir haben es gefunden, immerhin. Aber bringt mir es nichts, weil wir nicht reinkommen. Und ich habe jetzt den hier am Hals. Oh my fucking God. Und dann kannst du dich durchcheaten. Komm, versuch's. Ja, da unten kann ich den auf jeden Fall umlaufen. Ja, gut, ich möchte nicht sagen auf jeden Fall, aber nee, da ist so ein bisschen hier, geht's halt um die Ecke. Na toll. Really? Alter, geh unten durch! Ja! Danke, er hat's uns einfach gemacht. Ja, was heißt einfach? Ich hab schon Schiss gehabt, so ein bisschen. Ich hab schon Schiss gehabt. Ein bisschen eingepinkelt habe ich schon. Nee, ganz so weit war es noch nicht, aber. Das heißt. War irgendwas zum Schmeißen? Zum Schmeißen? Immer den Kopf. What the fuck? Was tust du? We're getting tag teamed! This is double penetration. Nein! Oh. Hab mir eingeschissen. Jetzt spiel ich ein bisschen Harndrang. So, jetzt? Fuck. What we do now? So, ich glaube, wir sind safe. Einigermaßen. Der andere ist auch abgehängt. Okay. Wasser kaputt.
blurry. Sei mal vorsichtig. Ja. Ups. Mousebug? Nein. Schniefte er. Wooser. Ja. Brauchst du mich was sagen, ne? So. Wo ich einmal den nicht gefunden habe. Ich habe ihn ja gefunden, aber ich habe ihn nicht klicken können. Das Loch nicht gefunden. Oh ja, das machen wir ja gleich mal, weil irgendwas soll ja bei GTA passieren. Wüsste, schwebt was. Da fällt was. Da ist was gedroppt, Junge. Ich glaube, den Zettel verladen wir uns mal ordentlichst ein. Ich rede schon wieder wie so ein Asau. Was zur Hölle ist passiert? Ist dir mir gefallen? Bzw. ist es schwarz? Da fehlen mir die Worte. Kann aber noch laufen. Laufen und rennen. Bist in ein Wurmloch gefallen. Kommst jetzt. Was ist da los? Woanders raus. Ich glaube, wir können das nicht mehr spielen. Nur Noclip, vielleicht kann sie da rumschweben. Ja, wenn ich gefallen bin. Noclip on. Ist doch scheiße! Ja, kann nichts machen. Da hat gerade irgendwas geflackert. Hast du gesehen? Das flackert immer nur kurz, oder? Kann das sein? Hm. Alter, komm, gib's auf. Wir können ja noch so ein bisschen in die Kamera quatschen. Ja. Eine Talkrunde. Da! Junge! Geh nicht ins Licht! Was ist das? Keine Ahnung. Ja. Das war's für diese Episode. Blödes Ende. Die Map war auch ziemlich scheiße. Gut, am Ende ging's. Aber es war halt, wir haben am Anfang diesen Raum gesehen mit der Keycard. Wir mussten dann ewig weit hinterlaufen, um die Level 1 Karte zu bekommen, dann wieder ganz zurück zum Anfang, um die Level 2 Karte zu bekommen, dann wieder ganz hinter, um mein 14 hier zu refinen und so. Und dann ist es abgeschmiert. Quasi alles für die Cuts. Ärgerlich. Ja, wir haben eigentlich auch alles gesehen schon in der. Es könnte mal wieder ein Update kommen. Meine ich. Stimmt. Oder der Ding, der Marc schickt uns mal seine neue Fearing HD Mod. Community Mod. Community, ja, heißt die so? Fearing HD Community Mod. Normal. Schon, ja. Steht, glaube ich, ganz am Anfang in diesem Orientation Leaflet. Ah! Gut. Subscribed da unten. Ja. Und falls ihr noch nicht habt, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Like das Video, wenn es euch gefallen hat. Dislike das, wenn es euch nicht gefallen hat. Und wenn eure Gefühle für das Video komplizierter als das oder das sind, dann könnt ihr einen Kommentar schreiben. Schreibt einer, ich bin erregt. Ja, mach das mal. einfach so random Kommentar, ich bin erregt, Punkt. Ich war gespannt, wie viele das machen. Wäre ein bisschen funny, ja. Okay. Ansonsten bleibt er geschmeidig. Wir sehen uns beim nächsten Mal und damit kann man das Video abschließen. Das ist wahr. Ist das akzeptabel? Ja, eigentlich nicht, weil es blöd gelaufen ist zum Ende, aber kann man nichts machen, da fehlt schon wieder irgendwas von. Ja, bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss. Der geht voll crazy, Mann. Ich sitze schon wieder so verspannt. Name läuft. Junge. Bitte bestätigen Sie. Ja, diesmal läuft es. Sollte es, du Bengel, du. Geht's? Geht. Wir schauen irgendwie heller aus. Ne, warte, wir brauchen noch Licht. Nein, wieso, das passt doch.
Gib dir das. Das ist doch way enough Lightning. Weil es ist aus meiner Hand wieder rausgekommen. Nee, das glaube ich nicht getroffen haben. Weißt du? Da, das ist. Mörder! Kann das fokussieren oder? Da stand jetzt aber nichts mit fokussieren, da war nee. Eine Lampe. Nee, es hat auch, glaube ich, keinen Fokus. Hätte ja sein können, dass es neue iPhone-Fokus hat. An der Frontcam. Hat jetzt, sie hat jetzt ein Selfie-Handy rausgebracht oder will es rausbringen? 13 Megapixel hinten, 13 Megapixel vorne. Ah, ja. Die haben eigentlich geplant zuerst, dass sie 13 Megapixel vorne machen und hinten 4 Ultrapixel. Das heißt, dass es effektiv 4 Megapixel sind, aber die Pixel auf dem Bildsensor eben entsprechend größer sind. Und dadurch ist die Kamera eben lichtempfindlicher und kann dann bei Dunkelheit rauscharmere Bilder erzeugen. Und das fände ich persönlich auch besser, also weniger Megapixel und dafür bessere Sensorqualität. Deswegen wollte ich ja das Licht anmachen, damit wir nicht so viel Rauschen haben und so viel Blur. Das ist ja gut, oder? Das ist doch gut. Warte mal, lehn dich mal so normal, okay. Damit ich den Fokus so auf unser... Oh, nee, das ist zu dunkel. Die Nase. Wenn ich es im Hintergrund mache. Hey, was ist da los? Ich glaube, da muss ich unten irgendwas reinklemmen, dass es dann nicht irgendwann so ein Spiel nach vorne oder wenn es jemand so anhaut. Ja, klar. Und vielleicht habe ich sogar was. Was muss denn da reindingsen können, tut? Ich habe irgendwo solche Rubber-Dingsens-Dinger gehabt. Die man unter Möbel und so macht. Hat nach guten Curry geschmeckt.